wir bauen gemeinsam unsere eigene Kultur irgendwie auf. Und das ist eine Kultur von Offenheit, von Freude an Zusammensein und zusammen musizieren. Und ja, meine größte Hoffnung als Lehrerin ist, dass unsere Schülerinnen, dass sie dann raus in die Welt gehen und unsere Kultur von Mitmachmusik, von diese Freude, Offenheit und Freude an Lernen und neue Sachen entdecken, dass sie das ins eigene Leben mitbringen, eigene Erfahrungen, Schule, Gemeinschaften, wo auch immer sie sind, dass sie wissen, dass sie Mitmachmusiker sind und daher auch unsere Werte da auch mittragen. I came to Mitmachmusik in the beginning of the project. It was through some connection with my professors and I started in different centers and I landed up in Potsdam, where now I'm currently working. I'm teaching guitar since 10 years, since I was in Syria. I was teaching in music schools in my hometown, Aleppo. And of course, the music education in Syria is very different from here. If we are only talking about the notes, like Do, Re, Mi, and that CD A here, it was a big difference for me to learn the differences, to learn the music theory and the instrumental aspects, how to play the instrument and so on. But now it's getting way much easier. So next to my work in Mitmachmusik, I'm also teaching in private music schools in Berlin. Where the difference is, I'm teaching there German students. Totally another atmosphere there. It has also its difficulties here and there, and I am in total happiness when I am working in Mitmachmusik, because the cause here is way much bigger than only giving a music lesson. We are making a change in our students' lives. I would say that for me, coming out also from Syria, I have maybe a different experience in Mitmachmusik than my colleagues here, because I know and I witnessed what happened in Syria. I was living there, and I got also my own issues with it. So when we are talking about PTSD and the students who are having problems with it, it's something I can relate to. It's something I'm struggling with also every day. So, and it made for me a huge help actually to communicate with my students and to understand what's their hidden hidden words or hidden moves that they want to express, but they can't do it in the moment. Für mich ist es ganz besonders, in Mitmachmusik dabei zu sein, und ganz besonders, weil ich aus Israel komme und hier schon lange in Deutschland lebe. Und durch die Arbeit hier mit Kindern aus ganz vielen Ländern zusammenarbeiten kann, auch Länder, die vielleicht nicht gerade die besten Verhältnisse mit Israel haben, und habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass gerade durch diese Arbeit hier ganz viele Mauer oder Vorurteile sozusagen fallen, und in dem Sinne ist das also ein Multikulturbrücken bauen für mich, so nicht nur zwischen zwei Kulturen, sondern gleich zwischen mehreren, und das freut mich. Ich bin Mohammed Mir Ali, ich komme aus Syrien, bin ich seit 6 Jahren in Deutschland und arbeite ich mit Mitmachmusik seit 4 Jahren als Musiklehrer, und
Komponist. Manchmal arrangiere ich ein paar Stücke, die zum Beispiel orientalische Stücke. Ich hatte ein Musikinstitut in Syrien gegründet und auch ein Orchester oder Schul- oder Kinderorchester auch gegründet. Ja, wir hatten also verschiedene Ideen auch umgesetzt. Hier, also seitdem ich mit Mitmachmusik beschäftigt bin, also ich mache durch die Musik, wie man sagen, Brücke. Also wir haben auch orientalische Musik. Und die Kinder haben auch keine Ahnung, was bedeutet orientalische Musik. Sie hören mich manchmal, wenn ich ein kleines Stück spiele. Oder sie kommen zu mir und fragen, was ist das Lied? Ich habe schon mal gehört, aber das weiß ich nicht. Konnten Sie mir das Lied beibringen zum Beispiel? Und ja, danach also hatte ich die Ideen, ein paar Stücke für die Kinder zu arrangieren. Ich habe also bis heute 8 Stücke arrangiert. Ja. Ich versuche, was Eigenes auch aufzuschreiben. Das wird auch besonders für Mitmachmusik. Ja, also das Besondere oder eins der wirklich besonderen Elemente bei unserer Mitmachmusik ist tatsächlich das Kulturbrücken bauen. Und das erleben wir in einer wunderbaren Weise dadurch, dass wir wirklich uns bemühen, die Musik, die die Kinder, die aus fernen Ländern zu uns gekommen sind, versuchen zu integrieren. Die singen uns die vor oder spielen uns die vor auf irgendwelchen Dateien. Und dann kommt es aber, wir haben nicht den Anspruch, das irgendwie authentisch und genauso stilecht zu machen, sondern wir bearbeiten diese Stücke dann in unserer Art und Weise mehrstimmig, sodass sie auch zum Lernen der Instrumente gleich genutzt werden. Ja, bis vor 5 Jahren hatten wir noch nie die Gelegenheit oder auch nicht die Notwendigkeit, uns so mit den verschiedenen Kulturen auseinanderzusetzen. Aber jetzt ist das wichtig und ich finde es auch total interessant, die verschiedenen Länder und Sprachen und Kulturen kennenzulernen und auch die verschiedenen Musikstile kennenzulernen. Das ist toll bei Mitmachmusik, dass wir Stücke aus den verschiedenen Ländern spielen können und wir, die auch von den Musikern aus den Ländern und den Kindern lernen und mit denen zusammen musizieren können. Das macht es auch viel einfacher, unsere Musik zu vermitteln, wenn wir auch die Musik der Kinder lernen. Also ich hatte Baba durch ein Konzert kennengelernt und sie hatte mich gehört und verschiedene Fragen gestellt. Seit wann spielst du und wie spielst du das und wie konntest du selber improvisieren und was ist der Unterschied zwischen Makams zum Beispiel oder einem Tonleiter? Ja, also ich hab ihr viel Makams orientalische Musik schon geklärt, ja, und beigebracht. Ob Teilnehmer oder Lehrer, wir sind hier alle Mitmachmusiker im Raum. Und jeder bringt mit sich zu der Probe seine Erfahrung, sein Kenntnis und seine Kultur. Jeder trägt dazu bei, ein kultureller Brückenbauer zu sein.